Warum guckst du was, würdest du was brauchst von mir? Und auch die Tücher daneben. Let's go, Freunde, wir machen TikTok. Hast du eine Chance? Ja, erstmal raus. Ich muss sie erstmal cool anteasern. Wir haben was zu verkündigen. Ja, ich bin Vater. Du bist Vater. Ich bin eine Lobbyho. So, ich mach mal die Tür zu. Es ist ein Brutkasten hier drin. Es ist ein Brutkasten und ich lass meinen Pulli ganz bewusst an. Du verkaufst ihn nämlich danach. Ja, gucken wir uns heute TikToks an. Habe ich das schon mal mit dir gemacht? Einmal, glaube ich nur. Ich glaube, ich bin immer bei Watson immer dabei. Aber heute machen wir TikToks mit dir. Und ja, ich garantiere für nichts. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Frauen mit... Du, ich schau gerne Frauen mit großen Brüsten an. Männer mit großen Brüsten. Auch. Ist alles dabei. Sehr geil. Ist alles dabei. Salam, wir nehmen den Rezo. Es geht. Und, oh, das ist ja wirklich... Heute wird er mich richtig auseinandernehmen, Alter. Ja, ich wollte jetzt kein Video machen, ne? Achso, nein, kein Video gegen mich. Also schon. Oh, es ist unangenehm. Kannst du den? Ja, Rezo hat ihn mal geschickt, ja. Oh, wie gut, ey. Von unerwartet. Ja. Was ist das für ein Video? Das ist ja wie ich, wenn man mich nachts irgendwie anspricht, weil ich so Angst habe. Ist das so? Ja, ich habe echt Angst nachts. Ich krieg Schnappatmung. Boah. Ist kein Witz. Ja, ist wirklich, gut, ne? Wieso das leidest du jetzt von mir weg? Ah, wegen Covid-Abstand. Ich krieg wirklich gut Schnappatmung. Also wenn ihr mich nachts irgendwo seht, dann ruft mich und fasst mich einfach von hinten an, weil ich habe Probleme. Das ist schon interessant. Schlimmste Zeit. Alter. Das war wirklich so, gell? Wie wo ist die schlimmste Zeit im Gym? Ich guck auch immer extra, wann die meiste Zeit ist, wann die wenigsten Leute sind. Und dann kommst du um so eine Uhrzeit und dann sind halt einfach die krassesten Menschen da. Und du denkst eigentlich schon, du bist krass und dann siehst du sowas. Euro Training! Aber das ist einfach ein Sofa. Ja, aber das siehst du sowas. Ist das? Schon echt verrückt. Show yourself in baggy clothes, then in a bikini. Geil, ich komme schon so voll näher, so, oh, okay. Zeig mir mehr. Fresh. Geil, einfach. Richtig gut. Every night for a year. Oh mein, boah, Gott, der durchgeht das Licht an. Voll das crazy Video. Aber wieso hat er immer das Licht an? Das ist ja voll gruselig. Man weiß nicht, was abgeht. Aber vielleicht hat die Person Angst, nachts zu schlafen. Genauso wie man Angst hat, seinen Haxen nachts draußen aus der Bettdecke hängt. Ja, oder da passiert irgendein mieses Business, I don't know. Irgendwie wahrscheinlich Geldwäsche. Irgendeine Geldwäsche oder so, die 24/7 läuft. Lässt du nachts deinen Haxen aus der Bettdecke raus oder ist es so, dass du den reinziehen musst, weil du Angst hast, kommt ein Monster? Ey, momentan lasse ich nur mein Skrotum draußen, weil es so heiß dein ist Skrotum? Einfach. Ja, ich hab einen Sack. Ach, heißt es so? Oh, süß. Das war süß, hängt ne? Hängt der dann so drüber und dann baumelt der so. Ja, genau. Oh, das ist Skrotum. Könnt ihr davon bitte ein Bild malen und uns auf Instagram verlinken? Nee, bitte nicht. Bitte nicht. It's so much more than just a trophy. Oh, wow. Nee, das ist er nicht. Doch. Krass. Wow, echt krass. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Das ist krass. Ach so, so sah er vorher aus. Ja. Ach so, ich dachte, er sieht danach so aus. Nein. Ach so, ich dachte die ganze Zeit, ich dachte die ganze Zeit so. Nein. Ja, ich dachte gerade, die ganze Zeit ist gewonnen und so, okay, nein. Und jetzt scheiße ich auf alles. Vielleicht auch. Und wir checken uns nicht. Crazy. Ich dachte, ich so, hä? Hat, es halt freut sie sich so? Hat er sich gehen lassen? So. Nee, so. Hä? Das sind so Skills, die hätte ich gerne. Wie funktioniert das? Ja, das ist wahrscheinlich so eine Schiene, wo noch ein paar Zähne sind, die ihm fehlen. Ey, das ist ja insane. Aber wie cool er damit umgeht. Ja, so, ne? Jetzt sieht man es. Jetzt ist wirklich eine Schiene. Aber krass, was es ausmacht. Ibis, was sagen krass die Leute? Die sagen, Lola Kang Pumogi und Pumogi? Bin verwirrt. Brudi, ich auch. Was war das für eine Sprache, Digga? Hm. Hier! Yeah. Du darfst es drin lassen! Oh nein! Okay, daraus dürft ihr jetzt ein GIF machen. Ey, wir müssen. Ich hab's leider nicht gesehen. Das ist on camera! Ah, shit. Wenn nach der LKW-Fahrprüfung alles abfällt.
Was, sie hat, was hat die gesagt? Sie hat nicht bestanden? Hallo, ich habe bestanden. Mir geht's nicht gut. Oh, okay. Sorry, ich will nicht lachen. Aber wie hat sie bestanden? Es war so viel Druck, dass grade, der gerade von ihr fällt. Und deswegen, sorry, wenn ich gelacht habe. Das ist voll arm, Oh, okay. Ich, wenn ich jemanden trösten will. Oh Gott, ey, ich weiß noch, als mein Partner, nicht mein jetziger, einer, der hat mir einfach so der hat einfach so Schluss gemacht, ohne Grund. So. Ich wusste nicht, warum. Mhm. Das ist das Schlimmste, wenn man Schluss macht, ohne dir einen Grund zu nennen. Und ich war dann immer so über den Berg und da kam immer mein Vater nach Hause. Meine Mutter hat mich stundenlang therapiert, dass ja alles easy ist und es liegt nicht an mir. Und dann kam mein Vater rein. Oh, komm her. Und dann musste ich immer wieder heulen. Und meine Mutter musste immer wieder alles von neu machen. Das war jeden Tag das Gleiche. Kennst du das, den Moment, wenn du einen Menschen siehst und du weißt, der flennt und du sprichst ihn drauf an. Oh, oh Mäuschen. Und dann heulen die. Das darf man nicht machen. Hm, man muss da lustig sein. I see you. Hope people see me. I see you. Oh, den brauche ich auch. Der ist geil. Ich dachte auch gerade so, oh nee, das wird gleich unangenehm. Und dann kommt dieser Igel. Oh mein Gott, ich brauche den auch, bitte. Dann gäbe es aber meinen Hauptkanal nicht. Warte, Shiva. Yo, quick pause for a pic. Oh, just my dad, do a quick pause. Warum? Ich weiß nicht, oh, ach so, wegen, ja, Daddy. Daddy? Ja, einfach nur wegen Daddy. Dieses Daddy-Syndrom. Was denn findest du dabei, Joe? Dass es höchste Zeit für mich ist, Daddy zu werden. Ah! Wascht ihr eure Füße mit beim Duschen? Also, ich bin der Meinung, dass wenn man unter der Dusche steht und den Rest... Nee, da pisst man drauf. Weil sie halt im Wasser sind, automatisch sauber werden. Also, seift ihr eure Füße ein und wascht die? Gute Frage. Also, bei mir mache ich das meistens schon so, ne? Dass ich schon manchmal so stehe und schon zwischen den Zehen immer wieder mal so... Ich mache das extra. Und zwar gehe ich zum Waschbecken, hau meinen Haxen rein und wasche den im Waschbecken beide. Das ist ja monsterkompliziert. Nein, ist doch voll gut, weil dann hast du die Füße so vor dir und kannst sie so schön reinigen. Hey, aber da muss ja voll gelenkig sein, da musst du ja dein Bein so hochheben. Ja, so. Das ist ja kein Problem. Also Füße zensieren ist ja kein Problem. Das kannst du ja so reinpacken, als Frau ist meine gelenkiger und dann wäschst du die. Und dann schaust du die so an und redest mit denen, sagst du, wie war dein Tag? Und dann hart und dann weint der, sagst du, oh. One week, two shows in it. One bad, two hoes in it. Ey, so cool. Das ist schon cool, ja. Zeit zu sehr verschwendet, ich hätte sowas lernen sollen. Alter, ist das sick. So synchron. Boah, das ist cool, ey, echt. Das ist schon geil, ne? Richtig, richtig geil. Ach, schon dope. Wie synchron auch, ne? Ey, schon schnell vor, wenn auf der Bühne einfach so und dann performen mega wir einfach geil. Diese aber Show. Aber das werde ich morgen auf deiner Party nicht machen. Mr. Riesennase. Pinocchio. Kannst du damit überhaupt küssen? Habe ich schon tausendmal gesehen. Ey, bei Pinocchio muss ich mal an das Bild denken, wo Schneewittchen ihren Po zu Pinocchio hinstreckt und so, sagt, ja, jetzt lüg. Das sind so Sachen, die schickt mir mein Dad und ich sage, ah, das ist so Dad-Humor. Ey, aber die findest du wiederum lustig. Ja, das sollst du mir schicken. Ja, bitte! Ja, ich liebe den! You're gonna die from ja, ich hasse diese Scheiße. Ich auch. Ich sehe das so oft, da war mal irgendein Typ und der ist dann so draußen gejoggt, dann hat er sich so gedehnt und hat dann, also ich mach das mal kurz nach, und hat halt dann sich so gedehnt, oben am Fenster war jemand und hat er so gemacht. Oh, ich wurde gerade beobachtet. So, das ist doch nicht sexy. Ich fand das schon sehr sexy. Ich denke mir halt einfach so, manche machen das jetzt so nach, laufen die so und dann machen sie so diesen einen Blick, wo du so denkst, soll das jetzt hot sein? Im echten Leben schaut niemand so. Und warum verarscht es niemand, dass man da mal blöd guckt oder so? Lest du bitte eins hoch, wo du das verarscht? Nee. Weil ich mache das ja auch manchmal. Pencil in my eyeball. What do I do? Well, don't do this. Wenn du einen Stift im Auge hast, sollst du nicht rausziehen, weil sonst passiert das, dass die Flüssigkeit da rauskommt. If it's a fish hook, definitely don't do this. Oh mein Gott, wie kann denn sowas passieren? To cover the pencil, so it's protected. And for bigger objects, you can use a bigger cup. Then you want to secure the cup to your head with a bandage, covering all around the head and making sure to cover both eyes. Damit die Augen nicht mehr bewegen. Ah,
oh mein Gott, ja. Stimmt, beide Augen bewegen sich Gott, ja zusammen. Und dann hast du mit dem Stift, oh mein, ich kann mir das nicht anschauen. Aber dass es schon passiert ist, ne, dass das überhaupt erklären muss. The other eye, even though it's closed, it's gonna move too, and that's gonna cause damage. And of course, don't forget to call 911 and go to the hospital. Ja, wie soll ich hier anrufen, wenn ich aber nichts mehr sehe? Ja, stimmt. Stimmt, aber wahrscheinlich durch Siri, oder? Habe ich das überhaupt? Also, ich habe einen Samsung und ich weiß gar nicht, ob ich da was eingestellt habe. Kannst du so jemanden anrufen? Also Notruf und so? Was macht man, wenn man nicht mehr sieht? Und irgendwo ist alleine. Ja. Also du kannst auch nicht nach Hilfe schreien, weil da ist niemand. Ja, kannst du auch gar nichts machen. Da kann es nur noch der Igel retten. Der Igel, genau. Please stop being cringe. Be careful. Just die already. Das war's mit den TikToks. Ich bin voll verschwitzt. Ich weiß, deswegen. Danke, dass du durchgehalten hast mit mir. Ebenso. Magst du mir vor Ort das Tuch noch haben? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Kira Yoshikage. Alter 33 Jahre. 自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり。